die Kanzler der Bonner Republik. Sie prägen die einmalige Erfolgsgeschichte unseres Landes. Ludwig Erhard, seit 1949 Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Er gilt als Vater der sozialen Marktwirtschaft. Der populäre Politiker wird am 16. Oktober 1963 von CDU, CSU und FDP als Nachfolger von Konrad Adenauer zum zweiten Bundeskanzler der Republik gewählt. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Professor Erhard, nehmen Sie die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Er hat in den ganzen Jahren einen guten Job gemacht, den wir Wahlsiege und immer wieder Siege verdankt haben. Erhard war letzten Endes kein politischer Mensch. Ein wohlmeinender Mensch, ein intelligenter Mensch, ein Mann, der große Verdienste hat, aber ein Politiker war er eigentlich nicht. Ich mochte ihn sehr. Weil er wirklich ein einsamer Mann war. Der hat Schwierigkeiten in der eigenen Partei gehabt und er hat sie auf der anderen Seite gehabt. Und er war einer, der es immer gut machen wollte. Gegen den Widerstand Konrad Adenauers wird Ludwig Erhard Kanzler einer christlich-liberalen Koalition, versteht sich selbst als Kanzler des ganzen Volkes. Gewiss gehört es zum Wesen der parlamentarischen Demokratie, dass sich der Bundeskanzler auf eine Fraktion oder Koalition stützt, die im Parlament über die Mehrheit verfügt. Mit seiner Wahl aber hat er sich über alle Parteiungen hinweg als Sachwalter des ganzen deutschen Volkes zu fühlen und aus dieser Verantwortung heraus zu handeln. Der neue Kanzler setzt weiter auf eine kleine Koalition von Konservativen und Liberalen. Wird er die Politik seines Vorgängers in der Innen- und Außenpolitik fortsetzen? Der alte und der neue Kanzler. Für Adenauer ist die Wahl Erhards eine Fehlentscheidung. Er schätzt ihn zwar als Wirtschaftsfachmann, hält ihn aber als seinen Nachfolger für völlig ungeeignet. Das war schon eine sehr erbitterte Schlacht. Und es ging nicht sehr vornehm auch im Umgang miteinander zu. Es war zum Teil eine sehr deprimierende Zeit und hat auch tiefe Wirkungen der Partei hinterlassen. Die Spaltung pro Adenauer und pro Erhard, die ein Teil ja in sich unsinnig war. Ende Oktober 1963. Katastrophe auf der Erzgrube Mathilde im westfälischen Lengede, die 29 Bergleuten das Leben kostet. Verzweifelte Rettungsaktionen halten die gesamte Nation in Atem. Der Kanzler vor Ort. Bitte melden. Meine lieben deutschen Landsleute, es war mir ein aufrichtiges Bedürfnis, heute hierher zu kommen an die Unglücksstelle, um Ihnen Mut und Zuversicht zuzusprechen. Ich glaube, alle deutschen Herzen sind im Augenblick bei Ihnen, in der Hoffnung, in der Zuversicht, dass sie wieder das Licht des Tages erblicken werden. Das Wunder von Lengede ist perfekt. Nach 336 Stunden Dunkelheit in 60 Meter Tiefe werden 11 Bergleute mit der sogenannten Dalbuschbombe gerettet. Das Fernsehen ist live dabei. Eine Zeitung titelt Gott bohrte mit. Dezember 1963. Politik der ganz kleinen Schritte in den deutsch-deutschen Beziehungen. Erstmals seit dem Mauerbau dürfen 1961 zu Weihnachten und Neujahr Berliner aus dem Westteil ihre Verwandten in Ost-Berlin besuchen. Wir alle haben lange genug auf diese Nachricht warten müssen. Nun wissen wir, dass das Weihnachtsfest für Hunderttausende Berliner in beiden Teilen der Stadt schöner werden kann.
1,2 Millionen Westberliner nutzen das Passierscheinabkommen. Wiedersehen nach mehr als 2 Jahren. Um Passierscheine zu bekommen, war ein Tabubruch nötig. Denn ich bekam die Passierscheine von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, die wir noch nicht einmal so nennen durften. Paris, November 1963. Antrittsbesuch von Bundeskanzler Ludwig Erhard bei Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle. Es geht um den Ausbau der deutsch-französischen Beziehungen und um die Weiterentwicklung der europäischen Integration. Ich bin durchaus mir darüber klar, dass gerade die Freundschaft zu Frankreich ein stabilisierendes Element in Europa ist und dass die Integration Europas auf dieser Basis die sicherste Grundlage hat, dass hier Impulse gesetzt werden und Kräfte ausgelöst werden, die allen europäischen Völkern zu Bude kommen. Ende Dezember 1963. Der neue amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson empfängt Bundeskanzler Ludwig Erhard und Außenminister Gerhard Schröder auf seiner Ranch in Texas. Erhard und Schröder gelten als sogenannte Atlantiker. Für sie hat das Bündnis mit den USA Vorrang vor den Beziehungen zu Frankreich. Der deutsche Kanzler und der französische Präsident finden nicht zueinander. De Gaulle bietet eine enge deutsch-französische Allianz als Kern eines Europas an, das unter seiner Führung die dritte Kraft zwischen den USA und der Sowjetunion werden soll. Erhard lehnt kategorisch ab, da er eine nachhaltige Entfremdung zu den USA befürchtet. Er glaubt auch, dass eine Achse Bonn-Paris einem geeinten Europa entgegenstehen könnte. Deutscher Bundestag, 10. März 1965. 20 Jahre nach Kriegsende. Debatte um die Verjährung von nationalsozialistischen Verbrechen. Die Antragsteller, soweit ich für meine 49 Kollegen, für mich selber sprechen darf, sie haben unter einem Druck gestanden in dieser Frage und stehen heute noch. Kein Druck des Auslandes. Der Druck der eigenen Überzeugung, meine Damen und Herren. Das war ein ganz wichtiger praktischer Aspekt der allgemeinen Diskussion. Wie treten wir den in der NS-Zeit unbestreitbar begangenen schwersten Verbrechen entgegen? Nehmen wir das hin? Vergessen wir das durch den Zeitablauf? Oder ist es notwendig, dass wir bestehende gesetzliche Vorschriften daran abändern, dass uns die Auseinandersetzung auch künftig möglich wird? Die Abstimmung beginnt. Ich bitte die Damen und Herren Schriftführer, die Stimmkarten einzusammeln. Am Ende steht ein Kompromiss. NS-Verbrechen verjähren nicht 1965, sondern erst 1969. Wie immer man in dieser Frage stand, eines war allen gemeinsam. Die Frage, wie gehen wir mit der Geschichte um und wie gehen wir mit denen um, die in dieser Geschichte wirklich Schreckliches mit angerichtet haben. Stellvertretend für die schlimmsten nationalsozialistischen Verbrechen steht das Vernichtungslager Auschwitz, wo Millionen Juden fabrikmäßig umgebracht wurden. »22 ehemalige SS-Aufseher im Konzentrationslager Auschwitz werden in Frankfurt angeklagt. Sie zeigen weder Reue noch Bedauern. Nach 182 Verhandlungstagen endet der größte Prozess dieser Art in der Bundesrepublik Deutschland. 6 Angeklagte werden zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt, die übrigen zu Freiheitsstrafen bis zu 14 Jahren. In der Weltöffentlichkeit lösen die zum Teil niedrigen Strafen Empörung aus. Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel. Eine moralisch motivierte einsame Entscheidung von Bundeskanzler Ludwig Erhard. Das Risiko der diplomatischen Anerkennung der DDR durch die arabischen Staaten nimmt er dabei in Kauf. Israels Botschafter Asher Ben Nathan spricht von der Hoffnung, einen neuen Weg in die Zukunft der beiden Völker einzuschlagen. Heute
loben alle Erhard als den Mann, der einzige Kanzler mit einer Richtlinienentscheidung. Das war nämlich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Jerusalem, mit Israel. Das hat er gegen das Auswärtige Amt und gegen die Mehrheit seines Kabinetts gemacht. Er hat es entschieden. Brüssel, 8. April 1965. Fortschritt bei der Integration Europas. Die Vertreter der Bundesrepublik, Frankreichs, Italiens und der Benelux-Länder beschließen die Fusion der drei europäischen Gemeinschaften für Kohle und Stahl, Euratom und Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. An das Vertragswerk werden weitreichende Hoffnungen geknüpft. In spätestens 11 bis 14 Jahren wird es zwischen den 6 Ländern unserer Gemeinschaft keine Zölle mehr geben und keine anderen Beschränkungen des Handels. 165 Millionen Europäer werden in allen Ländern gleiche oder zumindest ähnliche Bedingungen wirtschaftlicher und sozialer Art vorfinden. Die Politik der europäischen Integration erleidet immer wieder Rückschläge. Der 1. Juli 1965 ist ein schwarzer Tag für Europa. Frankreichs Außenminister erklärt auf Anweisung von Staatspräsident Charles de Gaulle die Verhandlungen über den gemeinsamen Agrarmarkt für gescheitert. Jetzt betreibt Paris eine Politik des leeren Stuhls. 6 Monate später wird wie in vergleichbaren Fällen auch hier ein Kompromiss gefunden, diesmal ganz im Sinne de Gaulles. Frankreich kehrt an den Verhandlungstisch zurück. Wahlkampf 1965. Kanzler Ludwig Erhard, die Wahlkampflokomotive der regierenden CDU-CSU. Der Erfolgskanzler wirbt für seine unerschütterliche Überzeugung, Wohlstand für alle. Erhards Herausforderer ist der regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt. Kluge Mädchen wählen doch nicht jeden Mann, nur den Mann aus der Berliner Luft. Nur den Mann, der zeigt, dass er noch mehr als reden kann. Wenn sie ihre Stimme ihm schenken, kommt auf den ersten Platz. Unser Willy, für ihn gibt's keinen Ersatz. Die Wahl wird zu einem persönlichen Erfolg für Ludwig Erhard. Im Vergleich zur Wahl 1961 können CDU-CSU ihren Stimmenanteil um 2% erhöhen, während die FDP Stimmen verliert. Die SPD erreicht ihr Wahlziel nicht und zeigt sich trotz Stimmengewinn enttäuscht. Ihr Kanzlerkandidat Willy Brandt bleibt in Berlin. Ich glaube, das ist das Verdienst der Politik dieser Partei. Aber ich glaube, es ist auch eine Bestätigung der Politik, für die ich verantwortlich zeige, für meine Persönlichkeit und für meine Amtsführung. Nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen das zweite Kabinett Erhard bei Bundespräsident Heinrich Lübke. Die meisten Minister bleiben auf ihrem Posten, so auch der FDP-Vorsitzende Erich Mende als Vizekanzler und Minister für gesamtdeutsche Fragen. Und dann Erhards Regierungserklärung. Wollen wir auf dem Weg des bisherigen Erfolges, des Fortschritts, des politischen und sozialen Friedens bleiben, so muss die deutsche Gesellschaft weitere Schritte in jene moderne Ordnung tun, die ich als eine formierte Gesellschaft charakterisiere. Er löst mit dem Begriff der formierten Gesellschaft Unverständnis in den eigenen Reihen aus. Dennoch soll er, wie sein Vorgänger Konrad Adenauer, neben dem Kanzleramt auch den Parteivorsitz übernehmen. Im März 1966 wird er zum Bundesvorsitzenden der CDU gewählt. Abgegeben wurden 548 Stimmen. Für Herrn Bundeskanzler Erhard 413 Stimmen. Ich frage Herrn Bundeskanzler Professor Dr. Erhard, ob er die Wahl annimmt. Aber es gibt erste Konflikte. Wir spürten, dass die Unterstützung des Kanzlers durch seine eigenen Parteien, es waren jetzt CDU und CSU, zusammenzuzählen, schwächer wurde, dass die Kritik lauter wurde. Ja, vielleicht sollte ich auch sagen, dass wohl die Zweifel an der Führungsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit
von Erhard zunahmen. Die Krisen in der Kanzlerschaft Ludwig Erhards. Erstens in der Verteidigungspolitik. Von den ab 1961 aus den USA gelieferten Starfightern der Luftwaffe stürzen bis 1965 mehr als 80 Maschinen ab. Allein 1965 werden 17 tote Piloten registriert. Wiederholt gibt es ein Startverbot für die gesamte Starfighter-Flotte. Hinzu kommt eine Krise innerhalb der NATO. General de Gaulle verkündet den Rückzug Frankreichs aus dem militärischen Teil der NATO und verbindet damit die Forderung, das Hauptquartier bei Paris an einen anderen Ort außerhalb Frankreichs zu verlegen. NATO-Manöver amerikanischer Verbände über der Bundesrepublik. Für die Sicherheit der Bundesrepublik sind amerikanische Truppen nach wie vor entscheidend. Dafür verlangt Washington finanzielle Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe, die für Kanzler Erhard zum Problem werden. Krisenzeichen in den traditionellen Wirtschaftszweigen Kohle und Stahl. Die Konjunktur in der Bundesrepublik schwächt sich ab, die Lebenshaltungskosten steigen. Diese Preisentwicklung und ein zunehmendes Außenhandelsdefizit sind unübersehbar. Noch verbreitet Kanzler Erhard Optimismus. Zunehmende Unruhe beim kleineren Koalitionspartner FDP. Es geht um den Ausgleich des Haushaltsdefizits. Die FDP-Minister sind erst für, dann gegen Steuererhöhungen. Als sie öffentlich als Umfaller bezeichnet werden, treten sie zurück. Ich habe den Herrn Bundeskanzler informiert und Herr von Kühlmann hat den Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion informiert, dass die vier Minister der FDP ihren Rücktritt erklären, nachdem auch gestern Abend die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Koalitionsfraktionen über die Finanz- und Haushaltspolitik nicht überbrückt werden konnten. Das Verhältnis CDU-CSU und der FDP war erschlafft. Es war so wie Ehepaare, ich mag den Vergleich eigentlich nicht, die sich nichts mehr viel zu sagen hatten. Nach dem Rücktritt der FDP-Minister bereiten die Spitzen von CDU und CSU Erhards Sturz vor. Hinter seinem Rücken. Mein Herr Erhard Kanzler, zurück. Langsam. Wir haben uns auf eine gemeinsame Prozedur für die Lösung der anstehenden Probleme geeinigt. Einige von Ihnen halten sich für bessere Kandidaten. Am Ende eines erbitterten innerparteilichen Machtkampfes ringt man sich zu einem Kompromisskandidaten durch. Es ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kurt-Georg Kiesinger. Während er noch als Bundeskanzler im Kanzleramt saß, wurde schon über neue Koalitionen mit der SPD, nämlich verhandelt, wurden die Kanzlerkandidaten diskutiert. Ich glaube, dass er das mit großer Verbitterung aufgenommen hat. 30. November 1966. Abschied. Aus der Sicht Erhards haben ihn Machtgier, Neid und Ehrgeiz innerhalb der CDU-CSU gestürzt. Heute gilt er als gescheiterter Kanzler, gescheitert in den Beziehungen zu Frankreich und den USA. Was bleibt, ist seine historische Weichenstellung von der Plan zur Marktwirtschaft. Ich glaube, wesentliche Dinge, die zu einem Politiker dazugehören, lagen ihm nicht nur nicht, sondern er missachtete sie auch. Also ich glaube, dass sozusagen die Erhard-Ära eine der seltsamsten Phasen unserer Geschichte gewesen ist und dass er zur Politik von allen Kanzlern, die wir gehabt haben, am wenigsten ein inneres Verhältnis hatte. Er hat kein Fortun gehabt, vielleicht kann man das jetzt ohne mit Details zu sagen, er hat kein Fortun gehabt. Er war ein Mann der Konzeption, er verstand was von Wirtschaft, ja, und er verstand die Leute dafür zu gewinnen, also das ist ja gar nicht zu überschätzen in der Bedeutung. Aber als Kanzler hat er ja nur, erst hat er sich mit den Franzosen überworfen, dann hat er sich von amerikanischen Präsidenten über den Tisch ziehen lassen mit dem Währungsausgleich. Es kam ein Flop nach dem anderen. Bonn, Bundeshaus, Kanzlerwahl. Herr Dr. Honoris Causa Kiesinger ist gewählt.
Herr Ministerpräsident, ich frage Sie, ob Sie diese Wahl annehmen. Ich nehme die Wahl an. Herr Dr. Kiesinger. Der neue Kanzler, gewählt auch mit den Stimmen der SPD. Kurt-Georg Kiesinger und Willy Brandt. Der eine ehemaliges NSDAP-Mitglied, Kanzler. Der andere ehemaliger Emigrant, Außenminister. Sie bilden die erste große Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik. Die SPD hat sich nach langen internen Auseinandersetzungen zu dieser Koalition durchgerungen. Und vor allen Dingen hat uns damals imponiert, dass in dieser großen Koalition die maßgeblichen Persönlichkeiten der Republik sich versammelten und dass sowohl CDU, CSU wie auch SPD ihre stärksten Kräfte in das Kabinett schickten. Erst einmal kam die wichtige Sozialdemokratie aus diesem Schatten der Halbverdächtigung, halbe Kommunisten zu sein, raus. Sie konnte Regierungsverantwortung beweisen. Sie konnte insbesondere vorzeigen, wie viele tolle Leute sie hatte. Willy Brandt musste zum Jagen getragen werden. Der war eher für eine kleine Koalition, die aber zahlenmäßig damals gar nicht möglich gewesen ist. Der 60-jährige Herbert Wehner. Die treibende Kraft zur Bildung der Großen Koalition. Er will in der Regierungsverantwortung die Regierungsfähigkeit der deutschen Sozialdemokratie unter Beweis stellen. Er war sozusagen der Vertrauensmann der Union. Die hielten sozusagen Wehner für den entscheidenden Mann, für weitaus wichtiger als Brandt, für weitaus wichtiger als andere Sozialdemokraten. Und Wehner hat ja auch in vielen Gesprächen mit Kiesinger, trotz seiner eigenen Probleme mit der Diabetes, viele Flaschen Rotwein getrunken, um sozusagen diese Koalition zusammenzuhalten. Nein, Wehner war da sehr, sehr wichtig. Willy Brandt, der Vizekanzler und Außenminister der Großen Koalition. Er will in der Deutschland- und Außenpolitik neue Akzente setzen. Sein Verhältnis zum Kanzler Kurt-Georg Kiesinger ist kühl, distanziert. Wenn Sie zwei haben, die dazu neigen, sich für sehr groß zu halten und es auch sind, das ist immer schwierig. Eine Regierung hat einen Chef und nicht zwei. Und das war der Geburtsfehler eigentlich der Großen Koalition. Die Temperamente passten nicht. Wenn Kiesinger zu Beginn einer Sitzung eine lange Tour d'Horizon startete, dann, und ich saß ihm gegenüber, dann saß neben ihm der Willy Brandt wie ein Denkmal. Man fragte sich, lebt er überhaupt noch? Er war ganz starr, hat das so überstanden. Rainer Barzel, Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Deren Führung verlangt Standfestigkeit und großes Geschick. Rainer Barzel und Helmut Schmidt, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Für Rainer Barzel ganz entscheidend. Sie sind die Schwergewichte der Großen Koalition. Ich habe eine Frage. Und von der Frage, Herr Brandt, hören Sie gut zu, hängt das Ganze für mich ab. Ja, was haben Sie denn für eine Frage? Da dachte ich, wollte Minister, ich sage, vergessen Sie das alles. Meine Frage heißt, wer wird mein Gegenüber im Parlament? Das heißt, wer wird SPD-Fraktionsvorsitzender? Da sagt der Brandt, Helmut Schmidt. Dann sage ich, nehmen Sie mal Ihre Hand, dann ist unsere Sache abgeschlossen. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Ich glaube, dass man sagen kann, der Barzel genauso wie der Schmidt waren überzeugt davon, dass man zu seinem Wort stehen muss. Und wir hatten das und das verabredet und wollten wir es auch wirklich durchsetzen. Franz Josef Strauß, 1962 als Verteidigungsminister über die Spiegelaffäre gestürzt, jetzt Finanzminister. Zusammen mit Wirtschaftsminister Karl Schiller, ehemals NSDAP, jetzt SPD-Mitglied. Sie gelten als Garanten für die Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Wirtschaftskrise ist inzwischen in fast allen Branchen spürbar. Die Statistik weist für 1967 460.000 Arbeitslose aus. Für damalige Verhältnisse eine besorgniserregend hohe Zahl. Die Wirtschaft befindet sich im Umbruch. Computer erobern die Industrie.
Karl Schiller erfindet die sogenannte konzertierte Aktion. Hier versuchen Unternehmer, Gewerkschafter und Vertreter des Staates gemeinsam Konzepte gegen die Arbeitslosigkeit zu entwickeln. Studentenproteste in der Bundesrepublik gegen Amerikas Krieg in Vietnam. Wie in Amerika richtet sich die deutsche Protestbewegung gegen die zunehmende Brutalisierung der amerikanischen Kriegsführung. Staatsbesuch des Schahs von Persien in der Bundesrepublik 1967. Für die protestierenden Studenten ist sein Besuch in Berlin am 2. Juni eine einzige Provokation. Der Schah ist eben vorgefahren. Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld. Zwischen der Polizei und den Demonstrierenden kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten. Die Polizei hat auf einzelne Personen mit mehreren Leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren Gummiknüppeln, sondern auch mit Fußtritten. Der Student Benno Ohnesorg wird von einer Polizeikugel tödlich getroffen. Und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regte. Todesschütze ist der Westberliner Kriminalbeamte Karl-Heinz Kurras. Mittlerweile wissen wir, dass er SED-Mitglied und jahrelanger Spitzel des DDR-Geheimdienstes war. Benno Ohnesorgs Tod führt zu schweren Auseinandersetzungen und wird zum Fanal für eine jahrelange bundesweite Protestbewegung. Der tödliche Schuss aus der Waffe des DDR-Spitzels fördert den Terrorismus in der Bundesrepublik. Aber noch richtet sich die Protestbewegung mit Rudi Dutschke an der Spitze gegen autoritäre Strukturen in Staat und Gesellschaft. Wir haben uns so zu organisieren, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse organisieren. Bedürfnisse radikal gegen das System. Nie uns zufrieden geben mit diesem System. Ständig aggressiv und subversiv gegen das System vorzugehen. Das ist unsere einzige Chance, unser Gefühl der Ohnmacht zu durchbrechen. Wirkliche Menschen, Menschen des 21. Jahrhunderts, neue Menschen, nicht kapitalistische Menschen zu werden. Die Studenten fordern in zahlreichen Demonstrationen und sogenannten Sit-ins massiv radikale Veränderungen an den Universitäten. Wir protestieren gegen diese Konferenz, meine Damen und Herren. Die ist beendet. Die Konferenz ist beendet. Vor allem fordern sie Mitbestimmung in den entscheidenden Gremien. Unterdessen verstärken sie ihre Proteste gegen den Krieg der Amerikaner in Vietnam. Die Radikalisierung von Teilen der Studentenschaft nimmt erheblich zu. In der Nacht vom 2. auf den 3. April 1968 werden in zwei Frankfurter Kaufhäusern Brandsätze gezündet. Unter den Tätern Gudrun Enslin und Andreas Bader. Eine Woche später. Mordanschlag eines rechtsgerichteten Malergesellen auf Rudi Dutschke. Der Studentenführer wird durch mehrere Kopfschüsse lebensgefährlich verletzt. Er stirbt 1979 an den Spätfolgen. Nach dem Attentat kommt es zu den bis dahin schwersten Unruhen. Der Protest richtet sich vor allem gegen Zeitungen des Springer Verlages, in denen die Studentenproteste massiv kritisiert werden. Bei Bundeskanzler Kiesinger stößt die Protestbewegung auf völliges Unverständnis. Ich weiß, dass manche von Ihnen härtere Zusammenstöße bewusst provozieren wollen. Ich warne Sie vor den dann unvermeidlichen Folgen, für die Sie die Verantwortung tragen müssten. Die gewalttätigen Demonstrationen gehen trotzdem weiter. Vizekanzler Willy Brandt formuliert seine eigene Sicht. Schuld! Am mangelnden Reformtempo in unserer Bundesrepublik ist meiner Meinung nach in erster Linie ein missverstandener Konservativismus. Mit dem Festhalten an Vorstellungen, die bereits gestern nicht mehr brauchbar waren. Schuld sind die Neigung zu Selbstbetrug und Opportunismus. Wir brauchen eine moderne,
in die Zukunft weisende neue Politik. Massenprotest 1968 in Bonn gegen die geplanten Notstandsgesetze. Im Kern geht es der Großen Koalition um die Abschaffung alliierter Vorrechte, um selbst zu bestimmen, was im Ernstfall ein Notstand ist. Und damit geht es um die Souveränität der Bonner Republik. Für die Demonstranten geht es gegen den Machtzuwachs des Staates, der mit den Notstandsgesetzen diktatorische Vollmachten erhalte. Unter den Protestierenden auch namhafte Intellektuelle. Das Gesetz erscheint den meisten Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen, während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobilmachung enthält. Warum Notstandsgesetze? Solange wir die nicht hatten, hatten die Alliierten, die Besatzungsmächte, alle Vorrechte im Falle von Not. Und was Not ist, bestimmten sie alleine, die volle Gewalt in Deutschland zu übernehmen. Es war einer der Zwecksetzungen der Großen Koalition. Und weder die Christdemokraten in der Regierung, weder Herr Kiesinger selbst, noch sein Vizekanzler Brandt haben sich dann, als sich herausstellte, dass die Notstandsgesetzgebung auf erhebliche innenpolitische, psychische Widerstände stieß, weder der eine noch der andere haben damals sich sonderlich in die Bresche geworfen. Das führte dazu, dass das Doppelscharnier Barzel-Schmidt an Bedeutung gewann. Ende Mai 1968 Abstimmung im Deutschen Bundestag in Bonn. Mit 384 gegen 100 Stimmen bei einer Enthaltung werden die heftig umstrittenen Notstandsgesetze angenommen. Ich weiß nicht, was die Notstandsgesetzgebung uns gebracht hat. Ich war 16 Jahre Bundeskanzler, ich habe nie was damit machen können. Deutsch-deutsche Grenze. Eine der bestbewachten und gefährlichsten Grenzen der Welt. Die Mauer in Berlin. Unüberwindbar. Der Verkehr zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin unterliegt der Willkür der DDR. Im Juni 1968 führt die DDR im Transitverkehr die Pass- und Visumpflicht ein. Willkürlich verschärfte Grenzkontrollen muss Bonn ohnmächtig hinnehmen. Trotz massiver Proteste der Sowjetunion und der DDR mit zeitweiliger Sperrung des Transitverkehrs findet die Bundespräsidentenwahl am 5. März 1969 in West-Berlin statt. Nach wochenlangen innerparteilichen Auseinandersetzungen das Ergebnis. Für den Kandidaten Dr. Heinemann sind 512 Stimmen abgegeben worden. Für den Kandidaten Dr. Schröder 506 Stimmen. Mit der von der FDP unterstützten Wahl des Sozialdemokraten Gustav Heinemann kündigt sich ein Politikwechsel in Bonn an. Ich danke Ihnen und grüße alle deutschen Bürger. Mit der Wahl Heinemanns kündigt sich auch ein Koalitionswechsel an. Im Grunde war ja aus der Sicht Scheels das Manko der FDP, dass sie, wie Mende mal gesagt hatte, sein Vorgänger Erich Mende, als Co-Pilot einer von der Union geführten Maschine gelte. Und das fand er, ginge auf die Dauer nicht. Es sei notwendig, bei einer wichtigen Entscheidung einmal mit den Sozialdemokraten zu stimmen, um die Partei, die FDP, in der Mitte des politischen Spektrums zu etablieren. In der Periode war Heinemann ganz eindeutig in der öffentlichen Meinung derjenige, dem man eher zugetraut hat, eine aufgeschlossene, eine modernere, eine wagemutigere Politik zu betreiben auf diesem Gebiet als andere Kandidaten, die zu der Zeit benannt wurden. Juli 1969.
Start der amerikanischen Raumfähre Apollo 11 zu ihrem Flug zum Mond. 4 Tage später betreten Neil Armstrong und Edwin Aldrin als erste Menschen den Mond. Für Armstrong ist die Mondlandung ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Und es ist ein großer Sieg der USA über die Sowjetunion im All. Nach 3 Jahren großer Koalition, Bundestagswahlkampf 1969. Aus Partnern erfolgreicher Regierungsarbeit werden erbitterte Gegner. Auftritt des bayerischen CSU-Vorsitzenden und amtierenden Finanzministers Franz Josef Strauß. Wer durch Lautstärke oder andere Gewaltanwendung die Abhaltung einer politischen Veranstaltung verhindern will, ist ein Radikaler, ein Extremist und in den Methoden ein Nazi. Die Liberalen gelten bei dieser Wahl als Zünglein an der Waage und wollen nach Jahren der Opposition wieder an die Macht. Ihr Vorsitzender Walter Scheel gilt als Mann für einen Wechsel zu den Sozialdemokraten. Wenn Sie die jetzige Regierung weiter wollen, dann müssen Sie die beiden an ihr beteiligten Parteien wählen. Wenn Sie diese Regierung nicht wollen, dann können Sie keine der beiden Parteien wählen. Ich glaube, das ist logisch, sondern müssen die Opposition wählen. Kurt-Georg Kiesinger kämpft mit harten Bandagen um sein Amt. Er will die Koalition mit den Sozialdemokraten fortsetzen und ist tief verletzt über die Absetzbewegungen der SPD. Mein Gegner in diesem Wahlkampf ist der Mann, den die SPD als für den Fall ihres Wahlsieges ihren künftigen Bundeskanzler herausstellt. Mit ihm vor allem habe ich mich auseinanderzusetzen. Willy Brandt will den Machtwechsel, um als Bundeskanzler seine Deutschland- und Ostpolitik umzusetzen. Aber von unserer Politik, von unserer Außen- und Deutschlandpolitik lassen wir uns nicht abbringen. Zu ihr gibt es keine vernünftige Alternative. Für sie erbitte ich ihre Unterstützung und die Unterstützung der eindeutigen Mehrheit unseres Volkes. Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger. Ein Wahlabend voller Überraschungen. Noch glauben CDU und CSU, die Macht erhalten zu können. Noch sieht sich Kurt-Georg Kiesinger als Sieger. Es hat sich in den letzten Stunden gezeigt, dass auch rechnerisch eine Koalition des SPD-FDP möglich wäre. Würden Sie das mit allen Kräften verhindern? Ich glaube nicht, dass diese Koalition politisch wirklich möglich ist. Aber rechnerisch ist sie möglich. Ja, rechnerisch und politisch sind zwei Paar Stiefel. Was rechnerisch möglich ist, wird noch in der Wahlnacht Realität. Ich bin zufrieden. Jetzt trinke ich ein Glas Wein. Ich habe schließlich 500 anstrengende Kundgebungen hinter mir. SPD und FDP verständigen sich auf die Bildung einer Koalition. Dann hat mich Willy Brandt angerufen, hat gesagt, wie wir das vereinbart hatten, hat gesagt, wir haben eine Mehrheit, wenn auch eine sehr knappe Mehrheit. Ich will jetzt vor die Kameras gehen und will anmelden, meine Entscheidung für die Position des Bundeskanzlers zu kandidieren. Kann ich das machen? Da habe ich gesagt, ja, mehr nicht. Willy Brandt wird bereits als Wahlsieger gefeiert. Er lässt keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit zu einer Koalition mit der FDP. Ich habe die FDP wissen lassen, dass wir zu Gesprächen mit ihr bereit sind. Dies ist. Willy Brandt setzt auf den liberalen Partner, vertraut auf die Absprache mit der FDP. Und Herr Kiesinger hat das eigentlich gar nicht, er hat das gar nicht verstehen können, begreifen können, weil er fest geglaubt hat. Er hat mich am nächsten Tage gebeten, zu ihm zu kommen, um mit mir über die Bildung der Regierung zu sprechen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, es gibt keinen Anlass dazu, weil ich habe nicht die Absicht, eine Regierung mit Ihnen zu bilden. Das konnte er gar nicht begreifen.
Ja, das war eigentlich ein ziemlicher Zusammenbruch für ihn. Der Mann war wie von der Keule getroffen. Ist ja auch barbarisch gewesen, gefeiert worden. Es war ja keine Entwicklung, wo man plötzlich sagte, wir verlieren die Wahl, sondern der ist ja schon im Fernsehen gefeiert worden als Wahlsieger. Machtwechsel in Bonn. Wahl des neuen Bundeskanzlers einer sozialliberalen Koalition am 21. Oktober 1969. Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Zum Entsetzen der langjährigen Regierungsparteien CDU und CSU wird zum ersten Mal in der kurzen Geschichte der Bundesrepublik ein Sozialdemokrat Kanzler. Das bittere Ende der kurzen dreijährigen Kanzlerschaft Kurt Georg Kiesingers. Abschied von der Macht. Die Große Koalition ist Geschichte. Eine der tüchtigsten Regierungen, die wir gehabt haben. Das hat hinterher keiner mehr wahrhaben wollen. Die Sozialdemokraten nicht, weil sie nach 69 nun ihre eigene große Koalition mit der FDP hatten. Und die Christdemokraten nicht, weil sie sozusagen durch das Ende 69 aus der Macht vertrieben wurden. Ich habe die Große Koalition gut in Erinnerung. Sie hat eine Reihe von Dingen vorangebracht. Leider nicht in der Deutschland- und Ostpolitik. Daran ist sie auch am Ende zerbrochen. Kabinettssitzung der ersten Großen Koalition. Am Ende von drei schwierigen Jahren erweist sich die SPD als regierungsfähig und reif für die Übernahme der Kanzlerschaft. Bilder aus der dreijährigen Kanzlerschaft. Außenpolitisch setzte Kurt Georg Kiesinger neue Akzente im Verhältnis zu den USA und zu Frankreich. Der deutsch-französische Vertrag wurde mit neuem Leben erfüllt. Das Ende seiner politischen Karriere. Der Verzicht auf Macht und politischen Einfluss fällt ihm sichtbar schwer. Sein Rückzug ins Private ist verbunden mit großer Bitterkeit. Die Niederlage von 1969 hat er nie verwunden.